Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Dietlind. Wir haben inzwischen Anfang März und heute stelle ich euch ein Pflänzchen vor, das man um diese Jahreszeit fast überall schon finden kann, nämlich das Gänseblümchen. Das Gänseblümchen wirkt auf den ersten Blick eher unscheinbar und man könnte denken, ja, ist ja ein Allerweltskraut, das gibt es sowieso überall, kennt auch jeder. Was die meisten nicht wissen, ist, dass es eigentlich ein total starkes Pflänzchen ist und auch ganz viel Kraft in sich hat, die man nutzen kann und die die Völker immer schon und lange schon für sich genutzt haben. Dass das Gänseblümchen so stark ist, kann man sich eigentlich denken, denn sobald die Sonne rauskommt und es heller wird im Jahr, blüht diese kleine Blume und sie blüht auch praktisch das ganze Jahr durch, solange nur die Sonne scheint, bis spät in den Herbst und manchmal sogar im Winter, wenn die Sonne rauskommt. Darum hat Carl von Linnaeus dem Gänseblümchen auch den Namen gegeben Bellis Perennis. Das heißt so viel wie das ewige Schöne. Das Gänseblümchen ist eigentlich eine kleine Sonnenblume. Das heißt, es steht ganz im Zeichen der Sonne und klar, wenn die Sonne scheint, geht es auf und sobald sich Wetterumschwung ankündigt, also Regen kommt oder die Dämmerung, dann macht es seine Köpfchen wieder zu und schließt sich. Man konnte also früher immer schon vorhersehen, wenn die Gänseblümchen sich schließen, aha, das Wetter wird schlechter werden. Das Gänseblümchen ist übrigens auch eine Kinderpflanze. Früher haben die Kinder sich, das kennt man heute noch, ganz viele Kränze gebastelt mit Gänseblümchen oder damit ihre Sandsuppe gekocht und verziert und ganz viel damit gebastelt. Also man hatte immer einen ganz starken Bezug zu den Kindern. Und tatsächlich gibt es heute noch von Ceres, glaube ich, ein homöopathisches Mittel, das ganz besonders für Kinder ist, die ein Traumata oder eine schlechte Zeit erlebt haben. Darum ist das Gänseblümchen auch super geeignet in Tees für kleine Kinder, besonders wenn sie schwächeln oder gerade krank waren. Früher kannte man natürlich auch noch viel mehr Rezepte mit Gänseblümchen. Und man kann heute zum Beispiel mal bei Chefkoch gucken. Das ist unglaublich, was es da gibt an Gänseblümchen-Gelee und Blütenbowle und Gänseblümchen-Salat. Und natürlich immer auch zu Verzierungen von Rohkostgerichten. Gänseblümchen-Aufstriche gibt es. Also jede Menge, was man mit den Gänseblümchen machen kann. Und weil das Gänseblümchen so eine Sonnenblume ist, hat es auch ganz viel Sonnenkraft und Lichtkraft in sich, die uns also auch Kraft gibt, wenn wir sie als Tee oder als Gericht zu uns nehmen. Wer sich auskennt, nimmt das Gänseblümchen auch gerne für die Hautpflege zum Beispiel, denn das Gänseblümchen wirkt nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Also gerade Menschen, die ganz empfindliche Haut haben oder sogar Neurodermitis, die gehen früh im Jahr raus und machen sich fürs ganze Jahr schon im Frühling ihre Gänseblümchenseide. Inzwischen hat sogar die Wissenschaft herausgefunden, dass Gänseblümchen ganz viele heilende Stoffe enthalten, wie zum Beispiel Schleimstoffe und Inulin und ganz viele Vitamine und Mineralien und natürlich Gerbstoffe und Flavonoide. Also vieles, was man in klassischen Heilkräutern findet, haben auch die Gänseblümchen. Und sie haben auch einen großen Anteil an ätherischen Ölen, was auch auf ihre Wirkkraft hinweist. Das Gänseblümchen wirkt schleimlösend und antimikrobiell. Deswegen ist es auch ganz oft in Hustentees drin, beziehungsweise es hat eine ganz gute Wirkung gegen Husten, vor allem, wie gesagt, auch bei Kindern. Außerdem regt es den Stoffwechsel an, ganz besonders den der Haut, weswegen, wie gesagt, es eben auch bei Hautproblemen und Neurodermitis helfen kann. Zu Zeiten der alten Germanen war das Gänseblümchen übrigens dem Sonnengott Baldur geweiht, aber auch den weiblichen Göttinnen, also der Freier, der Ostara, also der Frühlingsgöttin, und bei den Griechen der Aphrodite, also den Göttinnen der Weiblichkeit und der Fruchtbarkeit und der Lebensfreude. Und wenn man sich das Gänseblümchen mal richtig anguckt, dann kann man das, finde ich, eigentlich auch verstehen. Denn es ist wirklich so ein ganz kleines, zartes Blümchen, das aber auch ganz zäh ist. Und sobald die Sonne kommt, kommt es raus und strahlt genau wie die Sonne. Und ein alter Volksaberglauben besagt, wenn man im Frühjahr die allerersten drei Gänseblümchen, die man sieht, isst, ohne sie mit der Hand zu berühren, also wenn man sich zu dem Gänseblümchen hinbeugt und es mit dem Mund aufnimmt, dann ist man das ganze Jahr über von Krankheiten verschont. Früher hatte man übrigens auch noch ganz viele andere Namen für das Gänseblümchen, wie eigentlich für alle Wildpflanzen. Unter anderem hieß es zum Beispiel Marsliebchen oder auch Marienblümchen, weil nachdem diese germanische Kultur vorbei war und das Christentum sich weiter ausgebreitet hat und überall missioniert wurde, das Gänseblümchen nicht mehr der Ostara oder der Freier, sondern natürlich dann der Maria geweiht wurde. Auf Englisch heißt das Gänseblümchen Daisy. Das ist so eine Art Abkürzung für Day's Eye, also Auge des Tages. Und tatsächlich, auch in Deutschland kannte man das Gänseblümchen auch unter dem Namen Augenblume. In England ist der Name Daisy heute immer noch ein weit verbreiteter Mädchenname. Diese Mädchen heißen dann also eigentlich Auge des Tages oder die Schönheit des Tages.
So, wie ihr seht, ich habe mir aus dem Garten hier so 2 Handvoll Gänseblümchen mitgebracht. Daraus mache ich mir jetzt einen schönen milden Hustensirup, der sich auch gut für Sirup zum Süßen in Tee und Kaffee, wer es mag, verwenden lässt. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, es gibt ja Gänseblümchen, die ganz unterschiedlich aussehen. Hier zum Beispiel haben wir eins, da sieht man, das ist oben ganz rötlich, rosa. Und dann gibt es hier eines, das ist ganz weiß. Und früher hat man geglaubt, die weißen Gänseblümchen wären besonders gut für die Frauen, weil sie die weiße Energie des Mondes haben. Und die roten dementsprechend eher für Männer, weil die rote Energie die Energie des Marses ist, also der Mars, der Planet der männlichen Energie. Die gewaschenen Gänseblümchen kommen in ein helles Gefäß. Und die werden jetzt einfach mit einem halben Liter Wasser übergossen. Und das Ganze kommt jetzt etwa 10 Stunden an einen hellen Ort, damit es gut durchziehen kann. So, nach 10 Stunden haben wir jetzt hier ein schönes Gänseblümchen Wasser und daraus machen wir jetzt den Sirup. Dazu säge ich jetzt die Gänseblümchen ab und fange das Wasser in einem Topf auf. 300 Gramm Kandis dazu. Umrühren und dann langsam zum Sieden bringen. Das Ganze wird dann bei geringer Hitze langsam eingekocht. Das dauert etwa so 20 bis 30 Minuten. Da guckt ihr einfach selber, wie flüssig oder dickflüssig ihr euren Sirup haben möchtet. Wenn euch das Ganze dann dick genug erscheint, ich habe das also jetzt fast eine halbe Stunde gut köcheln lassen, dann nehmt ihr die Flüssigkeit vom Herd. Und im Prinzip ist euer Sirup so schon fertig, jetzt braucht ihr ihn nur noch in Flaschen abfüllen. Die Flasche gut verschließen. Dann abkühlen lassen und am besten im Kühlschrank aufbewahren. Und so sieht mein fertiger Gänseblümchensirup aus. Durch den braunen Zucker ist er ein bisschen braun geworden. Das geht natürlich auch mit weißem Kandis, dann ist er heller. Und wenn euch das mit dem Zucker zu viel ist in dem Sirup, könnt ihr euch aus den Gänseblümchen auch eine Essenz machen. Dann mit Alkohol oder mit Essig. Da gibt es auch noch ganz viele Rezepte. 2 bis 3 Teelöffel davon in Tee oder in Wasser und ihr habt ein wunderbar erfrischendes Getränk, das euch vielleicht sogar noch ein bisschen Kraft und Stärke gibt und euch super in den Frühling und in den Sommer starten lässt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und Nachmachen, beim Experimentieren mit Blütenpflanzen. Und wünsche euch einen wundervollen Start in den Frühling und den Sommer. Tschüss!